Sehr schön. Also ich möchte die Gelegenheit nicht versäumen, bevor ich meine Mitdiskutanten vorstelle, dass ich selber nochmal mich selber vorstelle sozusagen. Mein Name ist Inga Höldmann, ich komme auch aus Berlin. Wir haben hier tatsächlich einen kleinen Berlin-Schwerpunkt heute, was ich ganz spannend finde. Ich bin Journalistin. Ich beschäftige mich schon lange mit den Themen Arbeiten 4.0, New Work und Digital Leadership. Also ich frage mich, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Welche Führungskräfte brauchen wir dafür? Und das ist auch der Grund, weshalb ich angesprochen worden bin, ob ich heute diese Diskussion moderieren kann. Und ich habe mich über das Angebot sehr gefreut, weil diese Themen einfach meine Herzensthemen sind und mir sehr nahe sind. Ich habe 4 Personen mit mir hier sitzen. Ich fange mal mit Anke Nierenberg an. Anke Nierenberg ist Informationswissenschaftlerin, also genau richtig hier sozusagen. Sie arbeitet seit 10 Jahren, hat sie mir gesagt, mit und für verschiedene Unternehmen als Unternehmensberaterin in Sachen Digitalstrategie und Organisationsstrukturen. Sie ist selbstständig, hat zu Beginn des Jahres mit 2 Mitstreitern die Commitment GmbH gegründet, eine Beratungsgesellschaft. Herzlich willkommen. Danke. Dann haben wir links daneben von mir aus gesehen, ja, von Ihnen auch, Björn Stecher. Björn Stecher ist Jurist und Industriekaufmann. Er ist seit mehreren Jahren im Bereich der digitalen Kommunikation unterwegs. Seit 2014 Referent für digitale Transformation und Datenschutz bei der Initiative D21. Die D21 ist ein Netzwerk für die digitale Gesellschaft. Ich glaube, so kann man das ganz gut übersetzen. Es ist ein branchenübergreifendes Netzwerk von 200 Mitgliedsunternehmen und Institutionen, die sich mit all den Themen rund um die digitale Gesellschaft beschäftigen. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf kommen, was das genau ist, was Sie da machen. Dann neben Anke sitzt Oliver Suchi, er ist Politologe und leitet seit 2 Jahren das Projekt Arbeit der Zukunft im DGB-Bundesvorstand. Herzlich willkommen ebenfalls. Und dann zu meiner Rechten haben wir Jochen Brüggen, Gesellschafter der Brüggen GmbH. KG. Marktführer im Absatz von Haferflocken in Deutschland, wie ich gelesen habe. Und tatsächlich vertreiben sie Produkte wie Cornflakes, Müsli, Müsliriegel. Er ist außerdem Vizepräsident der IHK hier in Lübeck und Vorsitzender des Ausschusses für Industrie und Technologie und außerdem Vorsitzender der Food-Regio. Herzlich willkommen auch hier. Ich würde gerne mit einer etwas breiteren Frage heute Abend einsteigen. Also wir reden ja schon den ganzen Abend irgendwie über Arbeiten 4.0 und New Work. Und ich würde tatsächlich gerne erstmal uns mit dem Begriff nochmal ein bisschen neu annähern, weil wir haben ja auch in den Grußworten hier am Anfang gehört, dass auch durchaus unterschiedliche Dinge darunter verstanden werden können. Herr Suchi, was ist denn Arbeiten 4.0 eigentlich? Naja, im Grunde ist es nur ein Label. Also uns geht es darum, und deswegen haben wir dieses Projekt im DGB gegründet, Arbeit der Zukunft zu gestalten. Das hat vor allem den Hintergrund, dass wir mit angeschoben haben, ein großes Arbeitsforschungsprogramm über das Bildungs- und Forschungsministerium, weil wir sehen, dass wir, Frau Wagner hat das wunderbar, vielen Dank für den Vortrag, dargestellt, wir haben das mit durch die Digitalisierung nicht mit Kleinigkeiten zu tun, sondern wirklich mit ganz, ganz gravierenden Umwälzung, das wird auch nicht alles auf Knopfdruck passieren, aber es passiert ja schon. Digitalisierung ist nicht neu, aber das, was passiert, dadurch, dass die Kosten runtergehen und die Leistungen hochgehen, dadurch, dass sich schon längst, ich würde sagen, auch Monopole gebildet haben, die Märkte verändern sich. Ja, wir reden heute über eine datengetriebene Ökonomie, wir reden über Netzwerkökonomien und über Facebook und was sie dargestellt haben mit Internet.org und Free Basic, man Indien hat es verboten. Man muss sich fragen, warum macht Facebook das? Ja, weil sie nur Gutes wollen natürlich für die Welt. Also da ist ganz viel los und wir reden über Deutschland, das finde ich gut. Trotzdem muss man natürlich das international betrachten und ich glaube, wir haben in Deutschland inzwischen eine Debatte und da bin ich sehr froh drum, dass wir nicht mehr nur das rein technologisch betrachten. Da sind natürlich enorme Potenziale, sondern tatsächlich ökonomisch und auch die Frage, wie ändert sich Arbeit und was hat das für uns Menschen zu bedeuten. Und da haben wir inzwischen, es gibt ein Grünbuch vom Bundesarbeitsministerium, da gibt es im November das Weißbuch, da wird dann auch schon sehr im Detail gestritten. Für mich ist das in Teilen ein bisschen zu kleinteilig, aber wir haben die Plattform Industrie 4.0. Es geht darum, natürlich, Frau Wagner, auch Neues zu gründen, auch Neues zu wagen, neu zu denken, aber es geht auch darum, Industrie
zu halten, weiterzuentwickeln, Arbeitsplätze in die Zukunft zu bringen. Und das sind riesige Fragen, glaube ich. Man darf nicht nur sagen, wir machen Future Work, ist irgendwas für die Abgespaceden, quasi für die Community, sondern man muss gucken, was machen wir eigentlich mit den vielen Menschen, die hier arbeiten und wo denn das Weltwirtschaftsforum oder wer auch immer mit Horrorzahlen kommt, wie viele denn arbeitslos werden. Und da komme ich gerne nochmal zum Spiegel zurück, dann mache ich auch Schluss. Er hat 1978 getitelt, dass die Computer uns arbeitslos machen. Bekanntlich ist es anders gekommen. Heute haben wir, glaube ich, eine andere Situation, weil wir schon auf dem Sprung in eine andere Welt sind, aber wir sagen deswegen auch Arbeit der Zukunft, weil wir sagen, Arbeit bleibt zentral und wir müssen es halt gestalten. Da sind wir mittendrin. Also wir hören ein klein bisschen kritisch. Ja. Ich würde das, den Ball gerne an Herrn Stecher spielen, weil Sie bei Ihnen geht es ja um die Ausgestaltung von dieser Informationsgesellschaft. Kann ich davon ausgehen, dass Sie da viel enthusiastischer sind oder wie sehen Sie das? Ja, ich sage immer ganz gerne, ich bin enthusiastischer Aktivist der digitalen Gesellschaft. In der Tat, weil es Spaß macht, eben halt auf den Strukturen neu rumzudenken. Insofern darf ich das Lob auf Frau Wagner, das war ein toller Vortrag. Ich kann es auch nur bestätigen, genau diese Impulse zu setzen, weil wir in der Tat, das wurde schon gesagt, vom technologischen Wendepunkt sind. Die Technologie ist heute eben halt nicht mehr nur das, was wir in der Hand haben, sondern ist eben halt ein Treiber für gesellschaftliche Veränderung. Und wir von der Initiative D21 versuchen eben halt genau diese Implikationen dieser Gesellschaft irgendwie zu fassen. Und wir erleben alle, dass die Digitalisierung zum ersten Mal was schwer verständlich macht. Es ist unheimlich komplex. Warum ist es komplex? Weil die Technologie und die Veränderungen, die damit einhergehen, verschiedene Lebensbereiche gleichzeitig verändert. Und zwar gleichzeitig, sie vernetzt sie miteinander und es ist eben halt nicht mehr nur rein online zu verorten. Und das Beispiel an Arbeiten macht es sehr, sehr deutlich, dass ein technologischer Treiber wie ein Handy auf Arbeit mehr Flexibilität, mehr zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht und wir eben halt unsere Lebensbereiche im Privaten ganz anders streuen können. Das hat aber wiederum zur Folge, dass was wir mit einer anderen Kompetenzmuster und Denkmuster auch an diesen Themen herangehen müssen. Und wenn wir vielleicht dieses Label, um vielleicht auch eine Antwort auf die Frage zu finden, wie gehen wir mit Begrifflichkeiten um? Ich arbeite ungern auch mit dem Begriff Arbeiten 4.0, aber dieser Begriff digitales Arbeiten finde ich ein bisschen charmanter, weil, wenn man sich mal überlegt, was bedeutet denn digital, wenn es jeder für sich auch mal versucht, begreiflich zu machen und da einen Charakter hinter zu stecken, Begrifflichkeiten hinterzustecken, dann heißt digital vernetzt, kollaboratives Arbeiten, flexibles Arbeiten oder Flexibilität. Das heißt eben halt schnell Dynamik zuzulassen, Lücken zuzulassen, auch Fehler zuzulassen, mit diesen Fehlern noch arbeiten zu können. Das beantwortet jeder für sich selber, aber diese Attribute machen es deutlich, dass eben halt diese auch in unsere Lebensbereiche kommt und damit müssen wir arbeiten können und müssen sie eben halt zu einer sinnhaften Digitalisierung bringen und eben halt auch alle Aspekte in der Gesellschaft, sowohl Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bürger und so weiter, die damit zusammenhängen, zueinander bringen und austarieren. Also ist es tatsächlich so, dass wir, also ich meine, das wird ja irgendwie zu allen Lebenszeiten, zu allen in der Geschichte, es ist immer wieder gesagt worden, das ist die umwälzendste Veränderung, die es je gab. So, die ist anders als alles andere vorher. Also wir hatten ja schon den Übergang von Industrie 1.0 zu 2.0 zu 3.0 und so weiter. Haben wir es wirklich mit einer anderen Qualität hier zu tun oder ist es eher, dass sich darin widerspiegelt, dass wir noch so ein bisschen ratlos sind, wie wir damit umgehen können? Beides, deswegen ist auch mal der Blick hilfreich, mal in die Vergangenheit zu gucken, wie da mit technologischem Fortschritt umgegangen wird. Ich habe letztens auf dem Vortrag eine Zitierung gehört, wie man früher, wo das Buch salonfähig wurde, wie man damit umgegangen ist. Und da wurde kritisiert, dass man, wenn man das Buch jetzt abends vor dem Kamin liest, dass es ja nicht mehr zu einer sozialen Interaktion kommt. So eine Diskussion würden wir heute nicht mehr führen, aber sie führen sie heute eben halt in Bildungsinstitutionen, wenn wir über iPad reden oder iPhones reden. Insofern ist die Veränderung als solches nicht neu. Ich glaube, wir sollten da auch manchmal da zurückblicken und aus diesem Prozess versuchen zu lernen, um da eben halt eine Chancenorientierung zu sehen. Aber die darf nicht unreflektiert sein, aber nach vorne chancenorientiert zu gucken, um nicht mit Spiegel zu zitieren. Was neu ist an der Sache, ist, dass sich da die Innovationszyklen und die Schnelligkeit verändert hat und dass wir schneller agieren müssen. Insofern hat sich da auch in dem Kontext auch der Kompetenznotwendigkeit auch wesentlich geändert. Also es ist schneller geworden. So, also der technologische Fortschritt und die was da hinten dran hängt, das hatten wir bestimmt in der Geschichte schon mal gehabt, aber es ist schneller geworden. Frau Nierenberg,
Sie beraten ja in diesem Übergang. Was sind denn die Fragen, die die Unternehmen an Sie herantragen? Sind das tatsächlich die Fragen, die kommen? Das sind die Fragen, die kommen, sagen wir mal so, mit der zweiten Welle der digitalen Transformation. Also ich bespreche gerne von zwei Wellen. Wir haben zum einen viele Unternehmen oder viele Branchen in Deutschland oder europaweit, die noch vor der ersten Welle der digitalen Transformation stehen. Dann arbeite ich aber auch mit Unternehmen zusammen. Das sind genuin digitale Unternehmen, das sind digitale Plattformen. So, die stehen vor der zweiten Welle der Digitalisierung. Also die haben verstanden, wir müssen digitale Produkte bauen. Jetzt geht es aber genau darum, was Herr Stecher gerade eben sagte, wir müssen irgendwie eine digitale Organisation bauen. Ich finde, da stellvertretend und für das, was wir mit Commitment tun, ganz gut den Satz, den ich in einem Blog gelesen habe von einem Airbnb-Produktentwickler. Der geht in etwa so, before you can innovate on products, we need to innovate on the way we build them. Also bevor wir überhaupt neue Produkte erfinden können oder Dienstleistungen, müssen wir erstmal die Art und Weise, wie wir arbeiten, neu bauen. Und das sind dann tatsächlich die Fragen, die bei der Digitalisierung oft hinten runterfallen. Alle denken irgendwie an neue digitale Geschäftsmodelle, an irgendwie Big Data. Aber der Aspekt, wie sieht denn eigentlich so eine Organisation aus, wie muss sie funktionieren? Und das sind nicht nur Aspekte wie Flexibilisierung von Arbeitszeiten, sondern wie müssen Teams funktionieren, wie müssen Organisationsstrukturen aussehen, wie sieht das vor allen Dingen aus, wenn wir international arbeiten? Das sind die Themen, mit denen wir uns zum Teil beschäftigen. Ja. Herr Suri, ist das was, wo man, oder anders gefragt, ich frage doch so rum. Muss man die Leute, die Arbeitnehmer davor schützen? Schützen Sie die Leute vor dieser Entwicklung? Ich glaube, das wäre ein falscher Ansatz. Es geht darum, das zu gestalten. Es gibt ganz viele Potenziale durch Digitalisierung. Wenn wir über flexible Arbeitszeiten oder flexibles Arbeiten überhaupt sprechen, dann ist immer die Frage, ist das selbstbestimmt oder ist das fremdbestimmt, aber es wird flexibler. Da stecken ganz große Möglichkeiten. Ja, und nicht nur beim flexiblen Arbeiten. Aber ich würde vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen. Ich glaube, dass die Herausforderungen doch größer sind. Klar geht es um andere Formen der Arbeitsorganisation, aber es wird eben kein Produkt mehr hergestellt, sondern es wird mit dem Produkt werden Dienstleistungen verkauft. Ich meine, das iPhone ist das beste Beispiel. Ja, das heißt, es wird eine hybride Wertschöpfung entstehen. Und da glaube ich, und da, ich habe größere Sorge, wenn ich mir den deutschen Markt oder die Märkte angucke, dass Arbeitsplätze durch eine Maschine ersetzt werden, als dass es Unternehmen nicht mehr gibt, weil die einfach nicht mitkommen. Das ist eine größere Sorge, die ich habe, wenn ich an Beschäftigungsperspektiven denke. Und ich glaube, da müssen wir auch schneller werden. Also, dass nicht der einzelne Arbeitsplatz wegfällt, weil da dann irgendwie ein Roboter kommt, sondern dass wir vielleicht eine Verweisung in ganzen Bereichen haben, weil die Firmen einfach nicht schnell genug reagiert haben? Ja. Herr Brücken, ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter reingehen in Sachen Ernährungsindustrie. Also, wenn wir uns mal diesen Bereich anschauen, welche besonderen Herausforderungen sehen Sie denn genau dort? Ich sehe da eine ganze Menge Herausforderungen, aber Sie meinen natürlich irgendwie in Bezug auf das Thema. Also ich glaube, ich habe mich am meisten wiedergefunden bei den Herausforderungen, die Sie geschildert haben. Zunächst erstmal, wir haben immer noch ein Produkt, das wir auch gar nicht irgendwie noch mit irgendwelchen hybriden Komponenten irgendwie versehen müssen. Gerade so in meinem Bereich, wo wir Private Labels herstellen, wo wir also sozusagen auch gar nicht mit dem Endkonsumenten direkt kommunizieren, auch gar nicht kommunizieren sollen. Irgendwie kommt am Ende da so eine Tüte Haferflocken oder eine Schachtel Müsli irgendwie raus. Aber das ist irgendwie noch was man relativ gut anfassen kann. Deswegen haben wir natürlich trotzdem das Thema, dass wir heutzutage mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten irgendwie ja eigentlich nicht mehr so kommunizieren, wie wir das vor 5 oder vor 10 Jahren gemacht haben. Es fängt damit an, dass wir unsere Aufträge von denen bekommen und denen unsere Lieferscheine und unsere Rechnung. Und das geht ja alles inzwischen irgendwie übers Netz. Es geht aber auch so, dass irgendwie, als ich in meinem Unternehmen anfing, da war der Vertrieb der Ansprechpartner für den Kunden. Und ich weiß noch, als das erste Mal unser Leiter Qualitätswesen es wagte, irgendwie mit dem
Qualitätsmuckel vom Kunden irgendwie zu reden, dass das da also irgendwie, das gab einen Skandal im Unternehmen, weil sowas tat man nicht. Heutzutage ist es so, dass also im Unternehmen auf allen möglichen Hierarchieebenen die Leute miteinander reden, mit Kunden, mit Lieferanten. Das ist völlig ungesteuert. Wissen unsere Leute so nett, wo wir hinwollen, aber ansonsten ist das eigentlich schon relativ anarchisch. Und es geht wahrscheinlich auch nur so. Das sind aber Kompetenzen, die dafür heute irgendwie notwendig sind, die vor 10 Jahren überhaupt noch nicht irgendwie gefragt waren. Im Gegenteil, da war die Kompetenz eigentlich, irgendwie den Mund zu halten und zu sagen, irgendwie, mach du das bitte. Diese Kompetenz, die müssen wir unseren Leuten beibringen. Das ist im ersten Schritt noch eine relativ einfache Geschichte. Wir müssen es aber natürlich auch weiter reinbringen. Also Produktion war früher ganz viel Handarbeit. Also als ich bei uns im Unternehmen anfing, hatten wir 80% unserer Mitarbeiter waren Ungelernte oder Angelernte. Heute haben wir eigentlich fast nur noch, also bis auf die wenigen, die von denen noch übrig sind, über einen Generationenwechsel haben wir eigentlich nur noch Mitarbeiter, die eine Ausbildung gemacht haben und die auch heute auch wenn sie in der Produktion arbeiten, ihre Funktion völlig anders sehen. Die packen nicht mehr Kartons auf Paletten, sondern die fahren Anlagen, die steuern ganze Anlagen. Und ich glaube, in 10 oder 15 Jahren werden diese Leute auch gar nicht mehr Operator oder irgendwie sowas sein, sondern werden sie Programmierer sein. Dann werden sie diejenigen sein, die sozusagen den Anlagen, die dann vermutlich immer mehr in Richtung, nicht gerade Losgröße 1, hoffe ich, aber in Richtung kleinerer, flexiblerer Lose arbeiten, die denen sagen, wie sie das tun sollen. Ich würde da gerne mal einhaken, weil wir haben, das klang ja vorhin auch schon kurz an, dass unter Umständen dieses ganze Thema Arbeiten 4.0 auch so ein Stück weit so ein Elitenthema ist. Ich glaube, Sie hatten das auch gesagt, ne? So, dass irgendwelche Schreibtischarbeiter, Denker, was passiert denn mit den Ungelernten? Also wie nimmt man die mit? Entschuldigung, an Sie. Ich glaube nicht, dass es ein Elitenthema ist. Also ich glaube, dass es unterschiedliche Ebenen gibt. Ich glaube zum Beispiel, dass die Frage, über die Zukunft der Arbeit nachzudenken, was die Flexibilisierung angeht, überhaupt kein Elitenthema ist. Wir haben Flexibilisierung gehabt die letzten Jahrzehnte und es gibt eine wunderbare Studie, kann ich allen empfehlen, Wertewelten vom Bundesarbeitsministerium, die haben mal geguckt, wie sich das entwickelt hat. Und Flexibilität hat, und das hat auch nicht ohne Grund, das muss ich als Gewerkschafter kritisch sagen, mit der Politik der letzten 20 Jahre zu tun. Flexibilität wurde da eher sehr, sehr negativ gesehen, also nicht eher sehr, sondern sehr. Und das ist auch heute noch für einige eher eine Bedrohung als eine Verheißung. Aber die Interessen gehen da sehr weit auseinander. Und es gibt sehr viele Leute, die wollen flexibler arbeiten. Wir müssen uns diese unterschiedlichen oder diese ausdifferenzierten Interessenlagen näher angucken und wir müssen Angebote machen. Und dass Flexibilisierung oder Flexibilität eben nicht weiter heißt, noch mehr in kürzerer Zeit oder noch länger arbeiten. Wir haben ein Riesenproblem mit der Entgrenzung von Arbeitszeiten, ob das abends, Wochenende, wir kennen das alles. Wir kennen auch alle die Befunde, die dahinter stehen. Also da haben wir ein konkretes Problem. Aber es gibt auch, deswegen, Sie fragten ja auch vorhin mal nach Schutz. Natürlich ist Schutz wichtig, aber es geht eben da auch, neue Freiheiten zu schaffen. Und das ist keine Elitendebatte. Also ich würde gerne nochmal den Punkt von Herrn Brüggen aufgreifen. Also was hier, korrigieren Sie mich, was Sie gerade gesagt haben, ist, okay, wir tüfteln jetzt nicht irgendwie am smarten Müsli-Riegel, sondern was bei uns passiert, ist eher, dass sich die interne Kommunikation verändert hat und auch die Kommunikation an der Peripherie nach außen zu Ihren Lieferanten zum Beispiel. Auf welche Art und Weise haben Sie denn diesen Prozess irgendwie begleitet oder gesteuert? Weil Sie sagten, momentan läuft das eher ein bisschen ungesteuert, aber trotzdem gab es ja einen Weg dahin.
Ja, also ich glaube, dass also ich traue mir zumindest nicht zu, diesen Prozess als bei uns als gesteuert irgendwie zu bezeichnen. Das ist ein Prozess, der passiert. Das ist so wie auch keiner irgendwie das Internet erfunden. Doch, das ist vielleicht mal erfunden worden. Aber auch die ganze weitere Entwicklung ist später irgendwie. Das ist eben eine Entwicklung gewesen. Und ich glaube, dass es da immer irgendwie jede Menge Leute gibt, die einfach plötzlich irgendwo sehen, dass man da irgendwas besser, leichter, schneller, effizienter, mit mehr Spaß, flexibler oder wie auch immer machen kann. Und dann probieren die das aus. Und eigentlich ist das Wichtigste, dass man als Unternehmen dafür einen Nährboden bietet. Also dass man sozusagen da so eine Kultur hat, wo die Leute das Gefühl haben, ich darf das auch ruhig mal ausprobieren. Und ich mach da mal was und irgendwie, und wenn das gut läuft, dann freuen sich sogar alle ganz doll darüber und dann wird das irgendwie auch im ganzen Unternehmen verwendet und so funktioniert das. Das ist allerdings natürlich, muss man ganz klar sagen, bei uns im Moment tatsächlich noch, wenn es um Elitendebatte geht, das ist noch nicht ganz unten irgendwie in der Produktionshalle angekommen. Da fängt das so langsam an. Und da entwickeln sich so erste Schritte, aber das dauert auch noch, bis das also sozusagen durch so ein ganzes Unternehmen irgendwie durchdringt. Herr Stecher, kann man das wirklich nicht so richtig steuern? Man kann es steuern, man muss Informationen, ich glaube, Bildung ist heute auch schon ganz oft angesprochen worden. Es ist in der Tat, und da würde ich vielleicht ein bisschen die andere Meinung vertreten, es ist aktuell schon noch eine Elitendebatte, die wir führen. Wir führen eine sehr segmentierte Debatte, eine Veränderung der Arbeitswelt, die viele Berufszweige eventuell noch gar nicht so aktuell betrifft, aber betreffen wird und wo die Änderungen oder die Veränderungen, die auf uns zukommen, gar nicht so fassbar sind. Das ist das, was Sie gemeint haben mit ganz unten. Ich sage Pflegeberufe, von der Kassiererin bis zum Kassierer geht's weiter. Dann geht es eben halt wirklich in den Handwerk. Wir haben ins Handwerk hinein, wir haben das in dem Beruf, im Film auch gesehen. Wir müssen dafür sensibilisieren. Wir müssen natürlich die Angebote schaffen. Und da ist eine große Verantwortung auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, diesen Aspekt aufzunehmen und das Thema Digitalisierung und Veränderung der Arbeitswelt auch zu thematisieren, auch im Unternehmen. Nicht nur sagen, wir machen jetzt eine Schulung, weil jetzt ein neues Tool oder ein neues Programm raufkommt und bitte geht zur Schulung, sondern auch damit zu diskutieren, was bedeutet das für unsere Arbeitskultur, was bedeutet das eigentlich für unsere Tradition, für unsere Unternehmensgehen, was wir ja 15 Jahre oder 20 Jahre Unternehmensgeschichte mitgetragen haben, was bedeutet das, um in diesen Change-Prozess dann auch eine Akzeptanz dafür zu schaffen. Aber nicht nur auf Management-Ebene, sondern eben halt bis in den kleinsten Bereich mit rein. Und dann muss man die entsprechenden Angebote schaffen, um die Skills, die dazu notwendig sind, das Bewusstsein, die Awareness dafür zu schaffen, damit eben halt genau das, was wir jetzt hier führen, eine Elitendebatte, eben halt auch ganz unten ankommt. Frau Nernberg, das ist ja eigentlich genau das Bedürfnis, mit dem die Unternehmen auch an Sie herantreten und sagen, wir würden das aber gerne irgendwie steuern oder in eine bestimmte Richtung geleiten. Funktioniert das? Was sind die Schwierigkeiten, auf die man da stößt? Die oberste Ebene, die Führungsebene. weil das Stichwort ist eben schon gefallen, Herr Brüggen hat es genannt, es geht im Wesentlichen um Kulturwandel. Und vor 10, 15 Jahren haben wir angefangen, irgendwie von Netzwerkgesellschaft zu sprechen. Aber davor hatten wir den Punkt oder haben wir die Gesellschaft als Wissensgesellschaft beschrieben. Und ich glaube, das ist immer noch zentral. Wenn ich früher irgendwo der Chef war, der Häuptling, dann war ich der irgendwas am besten konnte. Das ist heute nicht mehr so. Also diese Entkapselung von Wissen oder Wissen ist Macht, das ist so die größte Herausforderung. Sondern jetzt gibt es verschiedene Ebenen von Wissen in Unternehmen. Ne? Also es gibt das Fachwissen, dann kann ich darüber Bescheid wissen, wie führe ich Menschen, dann habe ich ein gewisses politisches Wissen, dann habe ich ein zwischenmenschliches Wissen. All das irgendwie zu entgrenzen, zuzulassen, dass sich so Kapseln auflösen oder die berühmten Silos, das ist die größte Herausforderung in Unternehmen und zu gucken, welches Wissen hat denn wer wo und wie können wir das operationalisieren, wie können wir das für unser Geschäft nutzen und da ist der Kollege am Band in der Produktion, der hat ein wahnsinnig tiefes Fachwissen über das Produkt und über die Abläufe, genauso wichtig wie der Mensch, der
die letzte Meile organisiert im Vertrieb, genauso wichtig wie das Wissen, was über Marketing reinkommt, genauso wichtig wie das Wissen, was die Vorstandssekretärin hat. So, und zu gucken, wo sind denn welche Quellen von Wissen und wie sind die wo wie relevant für das Geschäft, für das Geschäftsmodell und auch für eine Weiterentwicklung des Unternehmens, das aufzugreifen und zuzulassen, das ist die größte Herausforderung. Geht das immer mit einer gewissen, ich nenne es mal Demokratisierung oder Enthierarchisierung in den Unternehmen einher, diese Entwicklung? Ich weiß, dass die Schlagworte gerne genutzt werden. Ich finde das so schwer greifbar, Enthierarchisierung, Demokratisierung. Ich nenne es eher so Netzwerkisierung, wenn man so will. Also Unternehmensstrukturen aus meiner Sicht sind dann gut aufgestellt, wenn sie den Markt oder die Gesellschaft, über die sie sprechen, gut abbilden können. So, und das kann man natürlich einmal in der Hierarchie machen. Man kann aber diese Hierarchien auflösen, von ganz top bis ganz bottom down und kleine Netzwerke in Unternehmen bilden, Netzwerkstrukturen. Also ich beschäftige mich viel mit Organisationsstrukturen in meinem Job, bis auf Teamebene runter. Man wird nie darum hinkommen, dass es Hierarchien gibt. So, aber es gibt ein Netzwerk oder eine Matrix von Hierarchien. Weil ich bin der Mensch, der über Marketing am besten Bescheid weiß. Du bist der Mensch, der über Produktion am besten Bescheid weiß. Und das entsprechend zu koppeln, in eine Netzwerkstruktur, in eine Matrix zu bringen, das ist, glaube ich, der Job. Ich glaube nicht, dass wir ohne Hierarchien leben können und wollen. Weil wir brauchen alle immer jemanden, den wir fragen können, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ne? Und wo ich sage, okay, du bist jetzt mein Go-To-Punkt für eine bestimmte Expertise. So, aber das zu managen, ne, den Flow zwischen den Teams und zwischen den einzelnen Mitarbeitern zu managen, von Wissen, von Informationen, von Produktivität, das ist die größte Herausforderung. Also geht es auch viel um Transparenz. Also erstmal zu sagen, okay, das sind überhaupt die Kompetenzen, die da sind oder das ist das, womit ich mich irgendwie Tag ein, Tag aus beschäftige. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir Unternehmen anschaue, ist das auch eine Sache, die sich gewandelt hat, dass früher gerne mal so im Büro irgendwie so vor sich hin gemuckelt wurde. Und jetzt ist es halt irgendwie so, dass gesagt wird, okay, wir gucken mal, was sind denn überhaupt an Kompetenzen da und wie verteilen wir diese Aufgaben. Ist das ein richtiges Gefühl? Ja, definitiv. Also Transparenz ist schwierig, sich da in die Karten gucken zu lassen. Mir begegnet das in vielen Unternehmen, bei vielen Projekten so, dass wir uns die Frage stellen, wie messen wir denn eigentlich unseren Erfolg? Oder unsere Produktivität oder was heißt denn eigentlich Effektivität und Effizienz dafür? Und dann kommt man ganz schnell irgendwie an die Grenzen dessen, was Menschen bereit sind, an Transparenz zuzulassen. So, ne? Und es ist definitiv ein wichtiger Schritt, vor allen Dingen Transparenz dahingehend, dass ich ganz genau weiß, was ich denn nicht weiß, so das zuzugeben und auch ein Scheitern zu lernen, aber mit Betonung auf Lernen, nicht nur Scheitern. Ich glaube, das ist der wichtigere Aspekt hier von Transparenz und weniger Kontrolle, wie es dann oft falsch verstanden wird. Stichwort Kontrolle, Datenschutz ist ja auch eine große Debatte im Zuge der Digitalisierung. Herr Suchy, brauchen wir neue Gesetze, andere Gesetze, weniger Gesetze? Wir brauchen auf jeden Fall einen ganz klaren, stärkeren gesetzlichen Rahmen. Wir haben ganz neue Herausforderungen. Also wir reden heute über Arbeiten in der Cloud, wir reden Arbeiten in der Crowd, wir reden über Software, die es für Unternehmen inzwischen längst gibt, um Beschäftigte auszuspähen und zwar auf verschiedensten Wegen, ja, bis dazu, dass der Schlaf getrackt wird. Es gibt eine Optimierungsindustrie für die Selbstvermessung, das findet längst Einzug in die Krankenkassen, das findet Einzug ins Arbeitsleben. Und dann muss man sich halt fragen, momentan haben wir, glaube ich, deswegen sagen wir brauchen ein neues Beschäftigungsdatenschutzgesetz. Das soll jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, die ja in der EU beschlossen worden ist, gibt es noch 2 Jahre Zeit, das ist nicht mehr viel oder anderthalb sogar nur noch. Ich glaube, das nötig ist, weil man muss schon sehr aufpassen, dass die Transparenz, die digitale Transparenz nicht einseitig ist. Und dazu genutzt wird, Leistungskontrollen und Verhaltenskontrollen durchzuführen und danach die Leute zu bewerten und eben vielleicht auch auszusieben. Also da ist neben anderen Phänomenen, aber das will ich jetzt mal darauf konzentrieren, das ist schon ein großer Punkt, der, glaube ich, genauso wichtig ist wie die Datensicherheit in den Unternehmen, weil
und das ist so meine Grundphilosophie, wenn ich an die Arbeit der Zukunft denke und an die Digitalisierung von Arbeit, ich glaube, das geht nur gemeinsam. Ja, das geht nur Geschäftsführung mit den Beschäftigten, das geht nicht ohne und das, man kann sich die auch nicht neu backen. Und ich glaube, dass man muss gucken, dass man auch die nötige Akzeptanz herstellt. Und da muss man eben klar sagen, weil wir reden auch über Mensch-Maschinen-Interaktion. Da braucht man auch, es gibt Forschungsprojekte, da werden die Menschen komplett vermessen, damit die Maschinen möglichst optimal eingestellt werden. Das ist dann gut für die Gesundheit der Beschäftigten. Aber was heißt denn das eigentlich? Was passiert mit den Daten? Ja, so. Und also wir hatten ganz am Anfang den Ansatz Humanisierung der Arbeit. Da haben wir Ansätze, nur die Frage ist, wenn nicht klar ist, und die sagen das ganz offen, wir haben hier Zielkonflikte. So, und da muss man drüber reden, wie kann man das pseudonymisieren oder wie auch immer, dass wir die positiven Effekte nutzen können, aber eben die negativen vermeiden. Das ist noch eine ganz sportliche Aufgabe. Herr Brüggen, haben Sie das Gefühl in Ihrer Arbeit, dass Sie da tatsächlich in so eine Leere so ein bisschen reinlaufen? Also, dass Sie bestimmte Prozesse dann irgendwie so entstehen und Sie gar nicht wissen, fällt uns das irgendwann auf die Füße oder wir haben nicht so wirklich jemanden, den wir da um Rat fragen können? Nein, also da hätten Sie mich falsch verstanden. Ich sehe es eher so, dass man bestimmte Dinge einfach auch in einem Unternehmen durchaus sich entwickeln auch lassen kann und auch auf die Kreativität seiner Mitarbeiter irgendwie vertrauen kann. Also ich habe überhaupt keine Angst da vor der Zukunft. Ich sehe es aber auch, wir hatten das Thema vorhin, dass es sicherlich Unternehmen geben wird, die irgendwann ein bisschen zu langsam waren, wie mit allen anderen Revolutionen, die wir irgendwie auch in der Vergangenheit hatten und die sich ein bisschen zu lange irgendwie damit beschäftigt haben, irgendwie möglichst den Status quo zu bewahren und dass die unter Umständen irgendwann einfach nicht mehr in den Markt passen werden. Was Sie sagten, was den Datenschutz angeht, sehe ich das im Übrigen genauso. Also man muss da sehr, sehr vorsichtig, das ist aber, glaube ich, als Arbeitgeber, wenn man vertrauensvoll mit seinen Mitarbeitern umgehen will und wenn man auch will, dass man das Vertrauen seiner Mitarbeiter hat, dann macht man ganz viele Dinge nicht, und zwar ganz bewusst nicht, die man vielleicht theoretisch machen könnte. Und dann kann man auch durchaus in Unternehmen eine Kultur schaffen, in der das auch eigentlich selbstverständlich ist. Also ich glaube, insofern, aber wahrscheinlich braucht man trotzdem Regeln, weil es nicht in jedem Unternehmen so sein wird. Bin ich dann bei Ihnen. Ich glaube allerdings auch, was Datenschutz angeht, muss man auch noch die Unternehmen mehr schützen. Denn also man kann heute irgendwie nicht nur Mitarbeiter ausspähen, man kann auch Unternehmen ausspähen und man kann auch ganze Unternehmen lahmlegen, wenn man das denn irgendwie geschickt genug anstellt. Und da brauchen auch die Unternehmen noch ein bisschen Unterstützung. Und da braucht man wahrscheinlich auf die Dauer auch irgendwie eine Form von Strafrecht, die das Ganze irgendwie nochmal völlig anders irgendwie anfängt. Herr Stecher, also wir haben hier so eine, ich nenne es mal Fraktion, also hier war der Wunsch nach einem etwas stärkeren gesetzlichen Rahmen, hier ist der Wunsch nach neuen Gesetzen. Wie sehen Sie das? Brauchen wir neue Gesetze? Als Datenschutzbeauftragter und der sich mit Datenschutz in der Gesellschaft auseinandersetzt, könnte man jetzt, glaube ich, da eine eigene Thematik aufmachen. Ich versuche es mal zu konzentrieren. Der Datenschutz und das, was mit der Digitalisierung einhergeht, die passen nicht mehr zueinander. Warum passen die nicht mehr zueinander? Erstmal nur so allgemein. Warum passen sie nicht zueinander? Weil wir hier Zielkonflikte haben, die wir aus der Historie des Datenschutzes aus den 70er, 80er Jahren so nicht mehr lösen können. Und die normative Kraft dieser Komplexität nicht gegeben ist, um mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Wir haben zwar die neue Datenschutzgrundverordnung, aber an diesem Prozess sehen wir, wie schwierig es ist, in einer datenökonomisierten Welt Regelungen zu schaffen, die vielleicht für morgen noch gelten und womit wir auch Sicherheitsanker haben als Bürgerinnen und Bürger.
um wirklich zu dem Thema informationelle Selbstbestimmung zu kommen. Wir haben bei der Datenschutzgrundverordnung mit Stimmen mit Sicherheit 200 kleine Einzelthemen, wo wir das Thema, wo wir andere individuelle Lösungen finden werden. Wenn die dann in 2 Jahren steht, dann gucken wir uns dann nur die Periode an, was sich in den letzten 2 Jahren entwickelt hat und verändert hat. Dann werden wir bestimmt wieder beim Prozess Null anfangen. Gleichwohl wir aber eben halt auch nach vorne blicken müssen und das eben halt auch als Prozess verstehen müssen. Im Arbeitskontext bin ich eher auch strenger, auch natürlich auch, weil ich auch als Datenschutzbeauftragter auch neben der D21 aktiv bin, da bin ich sehr, sehr streng bei dem Thema. Warum bin ich da sehr streng? Weil es hier ein Über-Unterordnungsverhältnis gibt. Hier gibt es ein ganz klares Machtgefüge. Und dieses Machtgefüge und diese Abhängigkeit, die darf nicht zulasten der Daten gehen und die müssen eben halt dann auch insbesondere für den Arbeitnehmer auch besonders geschützt sein. Und da bedarf es auch neuer Regelungen, es bedarf manchmal auch etwas Mut, weil natürlich ist es schon interessant, wenn man eben halt als Mitarbeiter ein Wearable an dem Arm hat und sieht, wann ist meine Leistungskurve denn da? Wir leben ja auch neben der Arbeitswelt und auch in der privaten Welt, wo wir die Sachen eben halt auch tragen. Also insofern wird es diese Zielkonflikte geben, es muss einen Aushandlungsprozess geben, aber hier muss normativ einfach strenger Themen gefasst werden. Für die Unternehmen und mit dem Datenschutz, das ist so dieses Grundproblem, was wir haben, dass die Unternehmen Datenschutz wird heute in den Unternehmen vorwiegend als Bürokratiehaufen verstanden. Es gibt keine rechtlichen Durchsetzungen bei diesem Thema und jedes Unternehmen macht das eben halt für sich, aber aus Imagezwecken, sowohl intern als auch extern. Und da muss sich eben halt ein Common Sense geben und verändern, damit wir da wirklich auch innovativ nach vorne blicken müssen. Kurze Antwort, ja, es muss sich eine Menge ändern im Bereich. Dankeschön. Frau Nierenberg, ich würde noch mal gerne, also weg von dieser Datenschutzdebatte, also die ist wichtig, ohne Frage, und man kommt, glaube ich, auch nicht drum herum. Aber das hat ja noch viel mehr Bereiche, dieser ganze Prozess. Gibt es so etwas, wenn Sie in die Unternehmen gehen, gibt es so etwas wie so eine Arbeiten 4.0-Strategie? Nein. Genauso wenig, wie es eine Digitalisierungsstrategie oder so gibt. Was es geben muss, ist Ziele. Ich glaube, das wird oft verwechselt. Also ich muss wissen, wohin ich will und dann weiß ich, wie meine Strategie aussieht. Und daran hapert es oft. Also wenn ich mit Kunden spreche und die sagen, na, müssen da irgendwas mit dem Internet machen und Digitalisierung und so, dann sagen sie, warum denn? Wo wollt ihr denn hin? Also erstmal dieses Warum und wo wollt ihr denn hin? Und da eine Strategie zu entwickeln, also das kann ganz unterschiedliche Motivationen haben. Also das eine ist Mitarbeiter halten. Wenn also wir leben in vielen Branchen in einem Arbeitnehmermarkt, also in vielen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, da geht es viel um Entwickler, es geht um digitale Produktentwicklung, es geht um Produktmanager, es geht aber auch, ich arbeite auch mit Industrieunternehmen zusammen, es geht auch um qualifizierte Ingenieure, was muss ich denn tun, um die zu halten? Das kann eine Art der Strategie sein. Oder wie öffne ich mich denn als Unternehmen nach außen, um zu kommunizieren, um mich dem Markt gegenüber zu öffnen, um auch vom Markt zu lernen, Wissen in den Markt reinzugeben. Das kann auch irgendwie eine Strategie sein. So, aber die Frage ist auch immer, wo will ich hin? Wie will ich mich als Unternehmen verändern? Will ich mich eben mitarbeiterseitig öffnen? Stichwort Demokratisierung. Will ich mich marktseitig öffnen? Und da gibt es genauso wenig irgendwie eine Strategie wie zur Digitalisierung an sich. Sie wollen noch was anfügen? Ja, also ich glaube, das ist dann immer die Frage, wie es im Unternehmen aussieht. Also ich glaube, dass in Deutschland inzwischen schon ein Common Sense gibt, was eine Strategie angeht. Das ist ein bisschen problematisch, weil in der Bundesregierung, glaube ich, 7 Ministerien sich zuständig fühlen in verschiedenen Bereichen. Aber ich sehe das schon, das hatte ich ja am Anfang gesagt, wir reden nicht mehr nur über Technik oder Technologien, sondern wir reden über Arbeit und wie Arbeit und Wirtschaft sich verändern. Und da gibt es, glaube ich, schon ganz klar den Fokus, wir müssen gucken, dass wir den hohen Beschäftigungsstand, den wir haben, möglichst halten. Das heißt, dass wir, und dann sind wir bei Weiterbildung, ja, also dass wir gucken, wir haben die Plattform zur Industrie 4.0, wir haben diverse andere Bündnisse, wo Arbeitgeber, Gewerkschaften, Politik wirklich in neuer Form auch zusammen gucken, was sind die Bedarfe der Zukunft und wie können wir die Projektion machen. Dass man da gemeinsam nach vorne geht, das ist schon für mich auch eine neue Qualität. Jenseits der Konflikte, die man hat in Diskussionen über Ruhezeiten, was für mich wirklich ganz am Ende der Liste steht. Aber dass es schon in die Richtung geht und
dann sind wir bei dem Thema natürlich Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, aber auch bei der Frage, wie definieren wir Flexibilität eigentlich neu? Und dann sind wir bei der Frage, wie kriegt man das eigentlich für Beschäftigte besser organisiert? Also wie organisieren wir Arbeit neu? Und da gibt es schon, finde ich, würde ich zumindest für die Gewerkschaften behaupten, eine ganz klare Strategie, da mehr gute Arbeit zu organisieren. Nicht wir wollen hier, sind die Overprotector, sondern wir wollen mehr Freiheiten, denn die werden möglich durch Digitalisierung. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, Sie fragten nach neuen Gesetzen. Man muss halt gucken, da rede ich jetzt allerdings nicht von Gesetzen, aber wir kriegen einen größeren Teil über Plattformarbeit. Und das sind nicht nur die kleinen Clickworker. Das gibt es in allen möglichen Bereichen und auch nicht nur, da geht es nicht nur um Pfennig- oder Centbeträge. Da müssen wir, glaube ich, sehr viel genauer hingucken, weil das ein wachsender Markt ist und weil das die Arbeitswelt massiv umkrempeln kann. Und da reden wir nicht nur über Uber und über Airbnb, sondern da reden wir über Upwork ist eins. Da entsteht ein neuer, ich nenne das einen Schattenarbeitsmarkt. Der geht aber immer weiter auch in die Unternehmen rein, die Projekte outsourcen, das nennt man dann Crowdsourcing. Das hat ganz neue Implikationen und da müssen wir, glaube ich, hingucken. Und das, da geht es dann aber auch nicht darum, Schutzzäune zu bauen, sondern da geht es darum, wie kann man denn das, was sich entwickelt, so gestalten, dass es gut wird. Sie nicken? Ja, ich kann nicht nur unterstreichen, weil es ist, glaube ich, so ein paar Änderungen, die mit der Veränderung der Arbeitswelt einhergehen, sowohl politisch, gesellschaftlich, aber auch eben halt sozialrechtlich durchaus eben halt eine unheimliche Relevanz haben. Also wenn wir darüber nachdenken, dass es immer attraktiver wird, sogenannte hybride Arbeitsverhältnisse, wo man eben halt sagt, ich arbeite Teilzeit in ein Unternehmen, bin festangestellt und den Rest mache ich immer auf Honorarbasis. So, was bedeutet das für unsere Sozialversicherungsinfrastruktur? Und da müssen wir auch gesellschaftliche Antworten dafür finden, um zu sagen, zum einen, wie können wir die Honorarkräfte in ein Sozialsystem absichern? Das sollte gesellschaftliche Aufgabe sein. Aber wie können auch alle von dem Solidarprinzip partizipieren? Das heißt, jeder muss auch irgendwie arbeiten. Und das ist so ein bisschen die Veränderung, die mit der Arbeitswelt eben halt einhergehen, weil warum bin ich hybrid und warum finde ich das attraktiv? Ich habe mehr Freiheiten, ich habe mehr Flexibilität, ich habe irgendwie ein grundsicheres Einkommen, aber ich kann mich eben halt ein bisschen besser entfalten. Mag für den Einzelnen wunderbar sein, so wollen wir vielleicht auch alles fördern, weil die Kreativität und die Ideen oder die Maker-Bars, die es dann eben oder Makerspaces, die es dann eben halt gibt, die führen eben halt zu neuen Ideen, neuen Ansätzen, die wir auch alle in unserer Vision wollen. Aber da haben eben halt genau diese Auswirkungen. Da müssen wir eben halt gesellschaftlich und gesamtpolitisch immer auch die richtigen Antworten dafür finden. Ich bin jetzt in der Diskussion, die Sie gerade geführt haben, nicht so drin, aber ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die in der Entwicklung, also in der digitalen Produktentwicklung oder auch in anderen Bereichen Offshoring betreiben, Nearshoring, Outsourcen. Aus verschiedenen Gründen, von Kosten, also meistens spielen die Kostengründe da eine ausschlaggebende oder eine zentrale Rolle. Und ich bin dann diejenige, die die Qualitätsprobleme wieder einsammelt. Na, also ich, das ist noch so ein ganz anderer Aspekt. Ich glaube, Unternehmen wollen das nicht. Wenn man Menschen in den Unternehmen fragt, eigentlich müsste die Arbeit dort anders aussehen. Ich glaube, die Themen... Also ich glaube, da müssen wir uns viel mehr angucken, wie funktioniert denn eigentlich der Markt und weniger, wie verändert sich da die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Arbeit oder Mitarbeiter organisieren. Ich glaube, das ist eher das Thema. Wenn wir mit den Unternehmen sprechen, wenn wir mit den Geschäftsführern sprechen, dann sagen, ja, ich würde es ja gerne anders machen, aber es geht leider nicht. Ja, dann kommt es darauf an, warum es nicht geht. Also es hat ja miteinander zu tun. Aber wenn wir darüber sprechen, dass große Unternehmen auch große Projekte oder auch kleinere outsourcen an die Crowd und das zum Teil in Konkurrenz zu den Abteilungen, die das im eigenen Unternehmen entwickeln sollen. Also das sind Entwicklungen, die sind nicht so ganz gesund, finde ich. Und dann muss man sich halt angucken, wenn dieser Markt größer wird, übers Crowdsourcing und nach den Zahlen, die ich kenne, das wurde vor 2, 3 Jahren noch belächelt. Das ist so ein Randphänomen. Das geht steil nach oben. Ja, so. Und dann ist die Frage, sind das eigentlich dann alles Selbstständige, die da so arbeiten? Oder sind die arbeiten die nicht eigentlich über eine Plattform und sind da
vielleicht doch nicht so ganz selbstständig. Also da kommen wir dann in tatsächlich auch rechtliche Fragen, die sind nicht trivial und die sind nicht unwichtig, wenn wir über, es wird gerade politisch über Rente diskutiert, ja? Da reden wir über ein Rentenniveau. Da muss man gucken, was mit der Basis passiert eigentlich von den Beitragszahlern. So, dann gibt es nämlich keinen Arbeitgeberbeitrag mehr, das gleiche für die Krankenversicherung und de facto sind das Scheinselbstständige. Ja, so würde ich eigentlich ungern in eine Zukunft der Arbeit gehen. Also, aber man muss sich diese Phänomene angucken, man muss das politisch auch beantworten. Da sind wir gerade auf dem Weg, aber das, wie gesagt, ist nicht trivial, aber da muss man hingucken. Ist das denn wirklich ein Trend, der nachhaltig ist? Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die verlängerte Werkbank, wo alle irgendwie deutschen Maschinenbauer irgendwann glaubten, sie müssten irgendwie nach China gehen. Und nun kommen sie alle langsam wieder reumütig zurück, weil sie feststellen, dass das eben mit der Kommunikation und mit den Qualitäten und was weiß ich eben alles am Ende doch gar nicht so einfach ist, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das klingt mir eher, also wenn ich mir so die Projekte angucke, die wir bei uns irgendwie machen, das klingt mir eher wie ein Trend, der irgendwann auch wieder nachlassen wird. Ja, das ist die Frage, ob es nachlässt. Entschuldigung, wenn ich einfach so einspringe. Ja, also, in 5 Jahren mal. Ja, natürlich. Man muss es sich aber jetzt angucken und die Steigungsraten sind schon ganz anständig in den letzten Jahren gewesen. Und deswegen, glaube ich, kann man das nicht einfach so negieren oder vernachlässigen. Ob das nachhaltig ist? Es gibt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die kann ich sehr empfehlen, kann ich Ihnen mal zuschicken, die zeigt, wie sich das inzwischen ausbreitet. Da reden wir nicht über Clickworker, ja, sondern da reden wir über Softwareentwicklung, da reden wir über Personalentwicklung und so weiter. Also das sind keine Kleinigkeiten. Und ob es nachhaltig ist, man weiß es nicht. Aber hingucken muss man jetzt trotzdem. Ich würde tatsächlich, weil ich merke, dass hier viel Gesprächsbedarf besteht, ich würde aber tatsächlich gerne die Runde aufmachen, dass wir vielleicht auch noch ein paar Stimmen aus dem Publikum mit reinholen können. Hier vorne war eine Wortmeldung. Ich würde Ihnen gerne ein Gefühl auf die Bühne schicken. Mhm. Irgendwie, ich habe gerade den Eindruck, wir sind so typisch deutsch. Sie reden ganz viel über, wie müssen wir das organisieren, wie müssen wir das einschränken, wie müssen wir dies begrenzen, was sind die Gefahren, was droht uns. Na klar, müssen wir das alles tun. Aber es passiert, also bei mir kommt ganz wenig an was gibt es denn für Möglichkeiten, was gibt es für Chancen. Und die nach vorne zu stellen und dann zu überlegen, wie kriegen wir die Dinge organisiert. Ich habe von Herrn Brücken als Einzigen gehört, auch mal laufen lassen. Dinge sich entwickeln lassen und gucken, was passiert und ein Risiko eingehen und im Zweifel dann gucken, wie gehe ich mit dem Risiko um, wenn es ganz böse gelaufen ist. Aber bei mir kommt wirklich ganz, ganz viel Begrenzung, Einschränkung, Organisieren und schon damit ein Eingrenzen rüber und nicht ein, was machen wir denn mit diesem Riesenthema? Ein Chaka. Dass das komplex ist und dass das riesig kompliziert ist und ganz viele Gefahren hat, total einverstanden. Aber wenn wir nur die versuchen zu organisieren, dann glaube ich, haben wir nicht so das Ding, was nach vorne geht. Vielleicht kann Frau Nierenberg, ich hake da mal kurz ein, vielleicht kann Frau Nierenberg tatsächlich mal aus den Unternehmen erzählen, was herrscht denn da für eine Stimmung? Ist es eher so Panik, ojemine, oder ist es eher, wir haben da Lust drauf? Sind da Ängste, die Sie dann nehmen müssen? Alles davon. Also das Größte ist Unsicherheit und Unsicherheit kommt meistens aus Unwissenheit. Das heißt, was tatsächlich der erste Schritt ist, erstmal Aufklärung. Ne? Also Verständnis zu schaffen für Technologien, Know-how sich anzueignen und dann tatsächlich auch mal auszuprobieren und zu sagen, hey, Evolution passiert manchmal in großen Schritten, aber eigentlich eher in ganz vielen kleinen. Und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ne? Also dieses Laufen lassen und auch mal ausprobieren, das erfordert aber auch tatsächlich Mut. So, und Mut in Kombination mit, also den brauche ich auch dazu, um diese Unsicherheit einmal zu überwinden. Das kann ich natürlich ganz rational angehen. Ne? Ich schaffe mir das Wissen drauf. Es ist ja auch alles irgendwie machbar. Dann habe ich auch einen schnellen Lernerfolg. Und das treibt und motiviert mich weiter.
in den Unternehmen. Aber tatsächlich, im ersten Schritt geht es erstmal darum, Unwissenheit abzubauen, sich einfach die Dinge anzugucken. Es ist ja alles da. Das ist das Tolle irgendwie im Internet. Ne? Das hat Frau Wagner ja auch nochmal gezeigt. Ich kann das ja lernen. Ich kann Leute finden, die mir Dinge erklären. Ich finde auch immer Unternehmen oder ich finde irgendwie Partner zum Austausch, die da schon positive Erfahrungen gesammelt haben. Und dann muss ich halt gucken, naja, von wem lasse ich mich denn jetzt anstecken? Von Angstmachern oder von Mutmachern? Ich glaube auch ganz, ganz viel, wenn ich da vielleicht ergänzen kann. Ich glaube, viel hat Frau Wagner schon vorweggenommen, weil sie die Vision gezeigt hat. Ich glaube, das ist auch Common Sense, dass hier keiner bestreitet, dass wir, wo es hingeht. Ich mag diesen Transformationsbegriff sehr gern, dass man eben halt sagt, wie bewegen wir uns auf diesem Weg? Was müssen wir eben halt machen? Und das sind so die zentralen Stellhebel, wie ich finde, dass es eben halt eine organisationelle Frage ist, eine Strukturfrage ist, sowohl in den kleinsten Einheiten der Unternehmen, dass wir aber eben halt bei diesem Prozess nicht blind nach vorne schauen, sondern chancenorientiert, aber reflektiert. Und eben halt da auch zumindest die eine Sache auf den Tisch legen, zu sagen, was passiert denn dann im Hintergrund? Weil wir müssen jetzt darüber reden, damit wir diesen Prozess auch mit dieser Wirkung, die wir entfalten wollen, diese Innovationsfähigkeit, die wir erhalten wollen, diese Flexibilität, diesen Prozess, der auch Spaß macht, ihn mitzugestalten, zu schauen, weil wo müssen wir, an welchen Stellschrauben müssen wir heute schon ran, damit wir eben halt genau diesen Prozess auch in diese richtige Richtung bringen. Vielleicht war es auch Frau Wagner, die uns die Vision einfach auf dem Podium schon weggenommen hat. Dankeschön. Weitere Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Ich kann sprechen. Die Frage, die ich mir immer stelle, ich glaube, dass wir generell in unserer Gesellschaft ein Problem haben mit der Kultur. Also wir haben alle keine Weiterbildungskultur. Und woher soll sie kommen innerhalb der Unternehmen? Und ich glaube auch, dass diese ganze Angstdiskussion, die wir gerne in Deutschland führen, das ist eine Elitendiskussion. Also es wird gerne in den Medien im Moment suggeriert, als hätte die ganze Gesellschaft Angst. Ich habe gar nicht den Eindruck. Wir haben in der Initiative Digitale Region eine Umfrage gemacht, wie es denn mit den Ängsten bestellt ist. Und es hat kaum einer Angst. Also die Ängste sind sehr gering. Und das ist so eine Metadiskussion, die wir im Moment in den Medien führen. Habt ihr Angst? Habt ihr zu viel Angst irgendwie vor der Digitalisierung? Und mein Denken dabei ist, was ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass die ganzen Eliten, die ganzen Führungskräfte Angst haben und deshalb überhaupt gar nicht in die Bewegung kommen. Und eigentlich sind diejenigen, die eigentlich den ersten Schritt gehen müssten. Weiterbildung geschieht nicht dadurch, dass man irgendwie in einen Kurs geht, sondern dass man erstmal offen wird irgendwie und sich selber weiterentwickeln will. Das Weiterbildung kommt von Weiterentwicklung. Und das fehlt mir im Moment und das fehlt mir auch in den Unternehmen oftmals, dass da halt, das sind ja immer die Führungskräfte, die im Moment hemmen, ne? Also weitestgehend. Es ist ja gar nicht so, als würden die einfach in Arbeit, die wissen ja eigentlich, also ich meine, vielleicht wissen, kriegen sie es auch mit, aber es da, also ich glaube, da muss man irgendwie, wir müssen über Weiterbildung im weitesten Sinne sprechen. Weiterbildung und Arbeiten gehört einfach zusammen. Also, und das muss man zusammendenken. Die Kultur muss da sein, eine Veränderungskultur, ein Wunsch, etwas zu verändern. Und genau, den haben wir nicht. Da würde ich gerne mal wissen, in welche Unternehmen Sie reingucken. Also die Unternehmen, die ich kenne, die leben das, und zwar auch von oben runter. Also ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht in Stereotype irgendwie verfällt. Ich kann es aus meinem Unternehmen sagen, ich hatte es vorhin schon gesagt, als ich in mein Unternehmen kam, hatten wir 80% un- oder angelernte Mitarbeiter. Von denen sind nur noch die über, die wir damals schon hatten. Alle anderen sind inzwischen ausgebildet. Ich glaube, dass die Unternehmen das heute komplett verstanden haben, dass sie weiterbilden müssen. Und das lebenslange Lernen, das ist nicht nur irgendwie was sie ihren Mitarbeitern predigen, sondern das ist auch was sie selber machen. Und wo die Unternehmen irgendwie ganz viel irgendwie da reinstecken, weil sie merken, dass die Fachkräfte, die sie morgen brauchen, sie heute irgendwie Schulen ausbilden, weiterbilden müssen, weil sie sonst nicht morgen nicht haben. Und ich glaube, dass doch ganz viele Unternehmen,
es gibt immer irgendwie unterschiedliche Gradierungen, aber dass die meisten Unternehmen das komplett verstanden haben. Es wäre fast schön, wenn ich einhaken darf. Wir haben uns auch diese Frage gestellt von der D21 und haben mit unserem Digitalindex, den wir messen, da messen wir die, wie digital ist die Gesellschaft, anhand verschiedener Indikatoren, Offenheit, Zugang, Nutzungsvielfalt und Kompetenz. Und wir haben auch das Thema Arbeiten digital mit aufgenommen, was bei uns so ein Aha-Erlebnis war die Frage, ob wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich im Bereich der Computeranwendung ihr Wissen aneignen. Und es war lediglich 23%, die gesagt haben, dass der Arbeitgeber dort finanziell tätig wird mit Schulungen. Die meisten machen das eben halt selbst. Insofern sehe ich da schon auch eine Debatte, deswegen würde ich das schon unterstützen wollen, dass eben halt viel, vor allem die Management- und Führungsebene, das eben halt noch nicht erkannt hat, das Potenzial, was da eigentlich dort hinter steckt, die Strukturen zu schaffen, selbst zu lernen, Skills auszuarbeiten und diese Komplexität dann eher zu einer Schwarz-Weiß-Debatte führt, die wir auch eben halt, so wie Spiegel heute schon oft zitiert wurde, führen, dass wir sie eben halt eher risikoorientiert angehen als chancenorientiert angehen, weil es bietet eben halt ganz, ganz viel Veränderungen mit sich und es bietet auch ganz, ganz viel Chancen. Aber genau in diesem Weiterbildungsbereich, da ist noch erheblicher Bedarf, wie ich zumindest sowohl in der Anwendung sehe, als auch zumindest empirisch sehe, dass die Strukturen der Weiterbildung sowohl on the job als auch hinsichtlich der Qualität den Unternehmerinnen und Unternehmern noch nicht so bewusst sind, was auf uns zukommt und nicht die Infrastruktur schaffen. Wir sagen zwar immer Weiterbildung, wir sagen zwar immer on the job, aber wir müssen auch dafür dann, oder vor allem die Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung dieses Prinzips auch wahrnehmen und müssen dafür auch in ihren Unternehmen die Strukturen dafür schaffen. In ihrem Unternehmen bestimmt sicherlich, aber in ganz vielen Unternehmen ist es nicht so oder wird zumindest von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wahrgenommen. Vielleicht kleiner Zusatz. Auch da muss ich noch mal einhaken. Irgendwie Weiterbildung ist nicht nur digitale Weiterbildung. Nicht? Also da findet auch noch ganz viel anderes statt in den Unternehmen. Und da ist die ganze Digitalisierung sozusagen nur ein Bruchteil dessen. Also wir müssen auch zwischendurch ab und zu noch mal Haferflocken herstellen. Vollkommen richtig. Und unseren Leuten beibringen, wie sie das tun. Also da ist nicht nur Digitalisierung nur ein Aspekt unter vielen. Ja. Das geht nicht nur, gebe ich Ihnen recht, geht ja nicht nur darum, eben halt Digitalisierung zu fassen, sondern auch Lernräume zu schaffen. Es ist ja spannend, wenn wir eben halt diese Beispiele aus Silicon Valley immer sehen, dass es zum einen Kickers gibt bei Facebook oder es gibt dann eben halt Kuschelräume oder es gibt Moodsräume oder mit Lichtkonzepten ausgestattete Arbeitsplätze. Das sind ja auch so eine Thematiken, die von vielen noch langsam angenommen werden, aber von vielen noch belächelt werden. Wie können eben halt auch Lernräume innerhalb von Unternehmen geschaffen werden, damit sie eben halt eine Weiterbildungskreativkultur eben halt entwickeln? Es werden welche Internetdienste können genutzt werden, um sich on the job weiterzubilden, wenn wir uns in unsere Empirie gucken. Da sind die größte Barriere für Mitarbeiter, warum sie ihre Digitalisierung am Arbeitsplatz nicht nutzen, ist, dass Internetanwendungen geblockt werden vom Arbeitgeber. Und das ist so absurd, weil eben halt genau diese Digitalisierung das auch das Lebensgefühl ist, wenn sie eben halt den Stift hinlegen oder was immer auch machen und dann nach Hause gehen. Aber das sind so Daten, die diesen Anforderungen, die auf einen Unternehmer zukommen, widersprechen. Das wird von den Mitarbeitern nicht wahrgenommen. Anke, hat das was mit den Branchen zu tun? Nee, überhaupt nicht. Also, warum sage ich das? Also es gibt natürlich Branchen, also Medienbranche ist irgendwie schon weiter und digitalisiert oder wie auch immer. Ich habe gerade auch viel mit Banken und Versicherungen zu tun, die gerade bewegt sich da der Fels so ein kleines bisschen. Aber warum sage ich das? Nee, oder warum dieses spontane Nein? Weil ich habe mit vielen unterschiedlichen Kunden aus vielen verschiedenen Branchen zusammengearbeitet. Und wenn man so einen Strich drunter zieht und sagt so, sagen wir mal die 5 Themen oder sagen wir mal irgendwie 3 Themen, die überall irgendwie auftreten, dann gibt es die. So, also die Ausprägung, das ist dann jeweils nur graduell. Ne? Oder es gibt branchenspezifische Fragen, die sich da stellen. Aber wir haben es ja immer mit Menschen zu tun, die in irgendwie Organisationen zusammenarbeiten.
Und die Strukturen oder diese Dynamiken, die sich da entwickeln, das ist oft viel mehr ein Thema, als dass das irgendwie branchenabhängig wäre. Es gibt viele Branchen, die fahren auch immer noch ganz gut mit ihrem alten Schema. Und ich muss auch nicht irgendwie Veränderungen um jeden Preis durchsetzen wollen. Also Veränderungen sind schwierig. Menschen mögen einfach keine Veränderungen. Wir sind wahnsinnig träge. 80% aller Veränderungsvorhaben scheitern. So, und ich habe auch diese Perspektive, weil ich komme ja meistens dazu, wenn irgendwie entweder das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder irgendwie kurz davor ist. So, na, von daher habe ich dann auch vielleicht eine etwas verdrehte Perspektive auf das Thema. Aber Menschen mögen dann Veränderungen, wenn sie merken, ich lerne was, ich verstehe was. Menschen finden das total cool, wenn sie auf einmal irgendwas verstehen. Wie kann man bei Kindern beobachten, lernen mögen Menschen. Und wenn sie irgendwas bewirken können. Selbstwirksamkeit ist ein großes Thema. Ich kann auf einmal irgendwas und das hilft mir in dem, was ich tue und wo ich hin will, weiter. Das ist eine ganz große Motivation. Also deswegen bin ich immer dafür, Lernen oder Projekte, die das vorantreiben, zu kontextualisieren und nicht irgendwie im luftleeren Raum stattfinden zu lassen. Also mach dieses Webinar oder lern das und das. Ich muss wissen, warum. Also deswegen finde ich Hands-on-Projekte, die Lernen befördern, auch in Unternehmen, wo ich merke, ich verstehe was, ich kann jetzt irgendwas bewirken oder ich kann irgendwas Neues, was irgendwie cool ist, viel nachhaltiger, als Menschen durch irgendwelche Online-Kurse zu prügeln. Dankeschön. Gibt es noch Anmerkungen, Fragen aus dem Publikum? Ja. Einen Moment, ich glaube, da kommt noch das Mikro. Dankeschön. Ja, Dirk Kestermeier, Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung und Weiterbildung. Ich möchte noch mal den Fokus auf die Weiterbildung direkt lenken. Wir hatten ja vorhin die Folien gesehen von Frau Wagner. Also, wenn wir in den letzten Jahren über Weiterbildung gesprochen haben, dann haben wir ja wunderbar unterschieden. Im Wesentlichen haben wir geredet über nonformale Weiterbildung, wir haben über formale Weiterbildung geredet. Und um die Sache auch korrekt und vollständig zu bringen, haben wir dann immer auch die informelle Weiterbildung erwähnt. Nun haben wir eben die Folie gesehen, wo ja sich Nutzende geäußert haben, wie sie denn nach eigener Einschätzung heute lernen. Und da haben wir allerlei Foren gesehen. Das fing, glaube ich, an bei Twitter, dann kam Google, Facebook, Instagram und so weiter. Was wir da weit und breit nicht gesehen haben, ich jedenfalls nicht auf die Schnelle, war, sage ich mal, das, was wir als klassisch vor Ort, regional verortete Weiterbildungsbranche im Sinne von nonformaler oder formaler Weiterbildung kennen und diskutieren und ja auch heute hier präsent haben. Wie verhält sich denn die Weiterbildung? Wie verhält sich denn die Weiterbildungsbranche in diesem Kontext? Wäre die Frage. Und mal so gedacht, ist die informelle Weiterbildung von gestern vielleicht die nonformale oder formale Weiterbildung von morgen? Das wäre so das, was ich mal einspeisen möchte. Kann da jemand, möchte jemand? Ja, schwierig, weil wir bestimmt alle keine Weiterbildungspädagogen sind. Aber was ist denn zum Beispiel mit, also mir fällt jetzt spontan ein Volkshochschulen zum Beispiel. Ja. Ja. Also bei meiner Volkshochschule in meinem Bezirk in Berlin ist es so, dass ich weiß gar nicht, ob ich mich mittlerweile online überhaupt für einen Kurs anmelden kann. Ja, das ist so diese Schwierigkeit. Ich glaube schon und würde das auch unterstreichen, dass diese informelle Weiterbildung, das ist schön ausgedrückt, die formelle Weiterbildung von morgen ist. Insofern, glaube ich, müssen wir da auch mit neu denken. Ich glaube, weniger... du sagst es ja auch schon, kontextbasiert zu lernen, Lernräume zu schaffen, um dass eben halt eine Atmosphäre entsteht, wo ich eben halt mir als Lernender vielleicht aussuchen kann, ob ich informell mich weiterbilde oder eben halt formell weiterbilde, weil es der Arbeitgeber irgendwie braucht oder so weiter. Das kann man ja dann eben halt so situativ dann eben halt sehen. Auch bei der Bildung, und das merkt man so ein bisschen, wenn man nochmal einen Blick vielleicht in die Schulbildung reingeht, dass wir mit der Veränderung von diese bösen Wörter Bachelor und Master reden, von der Hochschulbildung bis jetzt auch in die Sekundarbildung, eher kompetenzorientiert zu lehren.
so weniger inhalts- oder wissensbasiert zu lehren. Weil das Wissen, wie ein Lichtschalter funktioniert, brauche ich heute vielleicht nicht mehr, weil ich kann nicht im Internet sehen. Aber die Frage, was kann ich eigentlich aus dem Lichtschalter noch Tolles machen, dafür ist eine gewisse Kompetenzausprägung notwendig. Und das auch zulassen zu dürfen, dass ich als Mitarbeiter, Schüler, jemand, der mich weiterbildet, kompetenzorientiert und kontextbasiert weiterzulernen. Das, glaube ich, muss das Ziel sein. In welcher Art, in welcher Form, das muss dann wieder individuell der Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern ausmachen. Und das ist das, was ich meine, eben halt Lernräume zu schaffen. Ob das nun ein Kuschelraum ist oder ob das nun ein Webinarraum ist oder ob das online ist oder vor Ort, whatever, das kann eben halt sehr individuell sein. Das, was eben halt der eigenen Lernindividualität Rechnung trägt. Ich finde die Grenze zwischen formal und informal schwierig, weil ich finde, das Ergebnis zählt so. Also ich kann mich natürlich irgendwie selbst in Foren weiterbilden, ich kann mich mit Leuten treffen, die irgendwas wissen, was ich gerne lernen möchte. Und dann gibt es auf einmal so Plattformen im Netz, die entstehen wie meetup.com. Kennen Sie vielleicht, ist vor allen Dingen in eher urbaneren Räumen populär. Da kann ich sagen, ich interessiere mich für Laufen, für Programmieren, für Kochen, für Wein. Jetzt wissen Sie ein bisschen was über mein Privatleben. Und dann kann ich Leute finden, die Meetups, sogenannte Meetups organisieren und sich darüber austauschen. Dann gibt es Leute, die geben dann Impuls, einen kleinen Vortrag. Die bringen dann neues Wissen rein. Oftmals sponsoren das Unternehmen auch, indem sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder irgendwie ein kleines Catering machen. Manchmal findet das aber auch komplett informal in der Kneipe statt. Aber das Ergebnis ist immer, ich habe Leute getroffen, neue Leute kennengelernt, ich habe netzgewerkt und ich weiß was ich vorher nicht wusste und ich kann was ich vorher nicht konnte. Und das finde ich total wichtig. Und allein das so viele Nutzer hat. Also ich komme aus Hamburg und da gibt es, ich weiß nicht, wie viele hundert von diesen Meetups aus den verschiedenen Bereichen, zeigt ja, dass Menschen lernen wollen, sich austauschen wollen. Und das machen sie wohlgemerkt außerhalb ihrer Arbeitszeit, weil sie da Lust drauf haben. Und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt informell oder ist es formell, weil es diese Plattform gibt, die auch was kostet und die organisiert ist? Don't know. Kurze Nachfrage an Herrn Stecher noch. Glauben Sie, dass das Internet, dadurch, dass es Wissen so leicht verfügbar macht, auch so ein Stück weit so die Freude am permanenten Lernen neu entfacht hat, weil das Wissen direkt greifbar ist? Also mir geht's so. Also es macht Spaß, weil man eben halt irgendwie unterschiedliche Arten von lernt. Ich bin eher so der visuelle Typ. So, und ich bin sehr schreibfaul. So, und ich switch immer so hin und her zwischen gekauften Amazon-Büchern, die ich dann zu Hause habe, zwischen YouTube-Videos und dann bei iTunes gucke ich mir dann oder mache über Hörbücher und Podcasts dann die iTunes University und versuche da eben halt irgendwas zu hören. Das ist so mannigfaltig und diese Mannigfaltigkeit und vor allem diese Zeitunabhängige, das ist das, was mir als Vater von zwei Kindern, der im Beruf steckt und so weiter, das ist das, was für mich dieses Internet an Weiterbildungsoptionen gibt. Ich spüre aber auch noch so ein bisschen die alte Schule in mir, die irgendwie so sagt, ich brauche vielleicht irgendwann mal doch wieder ein Zertifikat, wenn wir vorhin drüber gesprochen haben. Ich muss ja vielleicht irgendwie was machen, weil könnte ja irgendwie wichtig sein und vielleicht sollte ich doch irgendwie nochmal einen Kurs besuchen. Ich spüre, dass diese Gesellschaft und dass ich so aufgewachsen bin. Und man muss dann irgendwie so ein bisschen standhaft bleiben und sagt, nee, es ist auch in Ordnung, dieses YouTube-Video geguckt zu haben und ich glaube, ich kann ein Problem, mir hat das was gebracht und ich fühle mich jetzt damit gut und auch wenn ich es nur für mich selber weiß und nicht mein Lebenslauf ist. Aber das muss man doch eigentlich den Leuten selber überlassen und ich glaube, da ist dann wieder am Ende irgendwie, haben durchaus die unterschiedlichen Lernformen auch das Recht irgendwie zu koexistieren, dass zum Schluss jeder sich optimalerweise das raussucht, wo er am Ende das Gefühl hat, dass der Erfolg für ihn am größten ist. Ich würde gerne, also weil wir stehen jetzt hier so ein bisschen zwischen Ihnen und dem Sekt draußen, ich würde ganz gerne eine allerletzte Frage noch zulassen und dann würde ich Sie und uns gern entlassen. Da haben wir noch eine Frage. Das letzte Wort. Also ich würde gerne auf den letzten Beitrag kurz nochmal eingehen. Carsten Bauer vom Landessportverband. Wir sind großer Bildungsträger im informellen Bereich.
ich finde es ja ganz spannend zu hören, zu sagen, wir müssen Meeting Points schaffen und die Leute zusammenbringen, damit sie Schreinern lernen und so weiter. Ich glaube, wenn wir über den Weiterbildungstag Schleswig-Holstein hier sprechen, unsere aktive Bürgergesellschaft, die zu digitalisieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Denn diese ganzen Meeting Points und wie sie alle heißen, wo Menschen zusammenkommen, die existieren ja bereits. Die existieren in den Volkshochschulen, haben wir gerade eben gehört. Die existieren in Vereinen, in Verbänden vor Ort, wo Menschen zusammenkommen. Dort sozusagen ist traditionell, sozusagen, da tauscht man sich aus, da kommt man zusammen, da lernt man auch interkulturell, da kommt man zusammen. Ich würde diesen Appell gern zum Schluss nochmal loswerden, für mich jedenfalls, zu sagen, wir müssen auch diese Bürgergesellschaft digitalisieren ein Stück weit und sie auch in die Lage versetzen, damit umgehen zu können, damit wir keine Elitendiskussion haben, sondern eben jeden Menschen mitnehmen, der in seinem Sportverein vor Ort lernt, beim Sport gelernt, das ist eine große Kampagne von uns, da lernt man auch sehr viel, aber eben auch in Vereinen, Verbänden jeglicher Art. Und da ist es tatsächlich auch ein gewisses, ist auch ein schwieriges Feld für uns, Digitalisierung im Ehrenamt, Digitalisierung dort sozusagen weiterzubilden, damit wir eigentlich nichts Neues schaffen müssen. Da bin ich so ein bisschen kritisch zu sagen, wir müssen nicht alles neu schaffen, wir müssen aber auch das, was wir haben, auch erhalten, wertschätzen und weiterbilden an dieser Stelle. Und wenn es dann vielleicht so dann den Appell gäbe, dann würde ich sagen, digitalisieren wir eben auch unsere Vereine und Verbände und unterstützen wir sie auch seitens der öffentlichen Hand, meinetwegen der Landesregierung oder anderer Träger. Danke. Dankeschön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen vier. Ich fand es sehr spannend. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Impulse mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke.